Jetzt nochmal die Zusammenfassung. Also wir kommen dem Ende entgegen. Wir haben das Rotationsprinzip männlich-weiblich. Wir haben das nochmal in die Polarisation mit dem Zeichen Plus-Minus gebracht. Jetzt, es sieht vielleicht ein bisschen verschmiert aus. Ich habe die beiden Zeichnungen übereinander gelegt, damit ihr seht, die passen zusammen. Wir kennen die Vergangenheit. Also wir wissen, dass die Alten schon wussten, wie es geht. Die wussten auch das, was Nahrung Licht ist. Das muss der Pop nicht unbedingt, das musste Pop jetzt auch beweisen. Das ist auch gut so, aber es ist nichts Neues. Wir haben das Rotationsprinzip im Bormia. Also wir haben in diesem Gerät hier eine rechts- und eine linksdrehende Spirale reingebaut. Das ist mit diesem Prinzip hier dargestellt. Das war nicht einfach, das herzustellen, aber mir ist es gelungen. Wenn ihr euch die Dynamik anschaut, ja, das ist ungefähr so, wie ich soeben gezeigt habe mit dem Bild oben auf der Alm. Und wenn man dann die Lemniskate reinlegt, könnt ihr sehen, dass diese Form der technologischen Kopie der Natur, technologische Kopie der Natur, eine sehr, sehr zukunftsbringende Qualität hat. Und ich nehme an, ihr habt den Unterschied im Wasser gemerkt. Wir kommen gleich nochmal dazu, wie der Unterschied ist. Jetzt kommt eigentlich der Punkt des Ganzen, der Bormia-Effekt. Der Bormia-Effekt ist zurückzuführen darauf, dass ich beides mache. Das heißt im Prinzip, ich habe es ja gesagt, auch schon gemacht, wenn ich nur rechts drehe, habe ich sicherlich einen Effekt. Wenn ich nur links drehe, habe ich auch einen Effekt. Denn das Wasser ist ein hochsensibles Medium, das reagiert auf die Aura eines jeden, der hier reinkommt, wenn das da vorne steht. Nicht, wenn es Leben hat, nicht, wenn es totes Wasser ist, dann reagiert es nicht mehr. Dann zappelt es nicht mehr. Ne? Aber das lebendige Wasser reagiert auf die Aura, die da reinkommt. Auch auf die Laune, die da reinkommt. Ne? Also man kann davon ausgehen, Wasser ist ein hochgradig sensibles Wesen. Und reagiert auf alles, auch auf die stärksten energetischen Wasservitalisierer, gerade auf die. Das ist mehr für mich eine Starre, die da entsteht. Ich kann das also auch mehrfach beleuchten, aber bitte jetzt nicht hier, weil ich meine Kollegen eigentlich ehren möchte und nicht schlecht machen möchte. Also bitte das auch so zu sehen. Wenn ich beides zusammentue, und dann ist es soweit, dann ist der Effekt, das Dritte kommt hinzu. Wenn ich also die Harmonie im Wasser herbeiführe, strahlt es. Neues Leben. Also dann passiert's. Damit möchte ich mich ganz herzlich bedanken und Ihnen allen den Wunsch nahelegen, teilen Sie es mit, probieren Sie es, finden Sie es heraus, wo ich recht habe, wo ich nicht recht habe. Dann können wir auch herausfinden, wo dann der Fehler liegen könnte, wenn ich nicht recht habe. Also glauben Sie mir nichts. Aber prüfen Sie es nach. Widerlegen Sie mich bitte, wo Sie nur können. Damit möchte ich ganz herzlich ein Dankeschön auch an die da draußen schicken. Und an dich möchte ich mich sehr bedanken, der hinter der Kamera steht. An den lieben Künstler, der hier die Räumlichkeiten so schön gestaltet hat. An die lieben Gäste, die so sehr lebendig, möchte ich das auch sagen. Ich fühle mich in so einem Publikum sehr wohl. Und das habt ihr hoffentlich auch merken können. Dann kann ich auch so aufdrehen, wie ich das gerne möchte. Und dafür möchte ich Ihnen und euch ein herzliches Dankeschön rüber schicken und mich sehr herzlich bedanken. Die Fragerunde kommt noch. Applaus